Hallo liebe Bastelfreunde, hier ist eure Steffi und ich bastel heute ein Klohäuschen mit euch. Los geht's! Wir brauchen zwei verschiedene Schachteln, Klopapier, bisschen Pappe, Bügelperlen, eine Büroklammer und ein Tischset zum Ausschneiden. Als erstes schneiden wir die große Schachtel zurecht und zwar so, dass die Schachtel hinterher eine Tür hat. Dann schneiden wir die Schachtel auf der einen Seite schräg an und kleben das Dach darauf. Das Tischset schneiden wir in viele kleine Streifen und kleben diese kleinen Streifen von allen Seiten an die Schachtel. Bevor wir die Tür bekleben, schneiden wir zuerst ein kleines Herz aus und bekleben dann die Tür mit Streifen und schneiden dann anschließend das Herz wieder aus und machen noch Beschläge auf die Türseite. Nun bekleben wir auch von innen das Häuschen komplett mit den Streifen. Nun noch das Dach bekleben und anschließend das Überschüssige abschneiden. Als nächstes nehmen wir die kleine Schachtel und schneiden sie zurecht und in der Mitte ein Loch aus für das Plumpsklo und bekleben es wieder mit den Streifen und schneiden auch die Streifen wieder zurecht. Die Schachtel ins Klohäuschen kleben und auch wieder von allen Seiten mit Streifen bekleben. Das Klohäuschen malen wir mit grau-brauner Acrylfarbe von allen Seiten an, auch von innen. Den Farbanstrich muss man schon so 3 bis 4 Mal wiederholen, damit er auch wirklich deckt. Zum Schluss basteln wir noch einen Klorollenhalter und eine Klopapierrolle. Für den Klorollenhalter nehmen wir die Büroklammer, biegen sie so wie gesehen, fädeln noch die Bügelperlen auf, kleben sie fest und nehmen einen Streifen Klopapier und kleben diesen ebenfalls fest und rollen ihn auf. Dann noch kürzen und mit weiteren Bügelperlen an die Wand des Klohäuschens kleben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like von euch oder über ein Abo. Tschüss, bis bald, eure Steffi.